So, da Freunde, Servus und willkommen zum weiteren Thema. Es ist ein Jahrzehnt, was es öfters gab, öfters geben wird. Und ja, dieses Jahrzehnt wiederum hat so einiges Intus gebracht, was wir heutzutage nutzen. Ich sag's gleich im Vorhinein, dieses Thema wird ein Mehrteiler. Dies ist der erste Teil davon, in dem wird's ein bisschen politisch-geschichtlich und auch bisschen was von meinem persönlichen Kram. Fangen wir an. Also, da fangen wir mal an mit 1990, genau 45 Jahre nachdem Nazi-Deutschland da den Krieg verloren hat und das Land ziemlich am Ende war. Man kann sich ja jede Doku davon angucken. Arte kann ich sehr gut empfehlen oder in dem Fall auch die Öffentlich-Rechtlichen. Wurde Deutschland dann eben im Oktober 1990 wieder vereinigt, nachdem Jahr davor die Mauer fiel. Zwischen DDR und BRD, also quasi die DDR ist dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten. Der grüne Punkt wurde als Kennzeichen für recycelbare Verpackungen eingeführt und die entsprechende Ordnung trat ein Jahr später in Kraft. Und auch Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble wurden Opfer von Attentaten, wurden beide lebensgefährlich verletzt und Wolfgang Schäuble sitzt deswegen immer noch im Rollstuhl. Ich hoffe, den oder die Täter da sitzen heute noch im Bau. Ja, mit der Sowjetunion ging es dann auch zu Ende. Das werden wir nämlich jetzt im Jahr 1991 ansprechen, wo es nämlich einmal die rund um die Sowjetunion, die ganz baltischen Länder und so weiter unabhängig wurden. Die Sowjetunion zerfiel, die KPD Russlands verboten wurde, Boris Jelzin dadurch an die Macht kam und meine Wenigkeit kam rausgepurzelt. Irgendwann mal im September 91. Auch ging da ungefähr, glaube ich, der zweite Golfkrieg los. So, dala. Und genau ein Jahr später, 1992, Bill Clinton wird 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Ronald Reagan war der 40. und Bush Senior war der 41. Also, da muss man sich auch schon mal Bill Clinton noch im Hinterkopf behalten. Wird für später wichtig. Und die Schweiz lehnte den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum ab. Das ist quasi, was man das EU kennt. 93. Hier haben wir eine Sache, die ihr immer wieder seht, wenn ihr Briefe kriegt von Amt oder euch Freunde Briefe schreiben. Wobei, Briefe werden heute unter Freunden ja nicht mehr wirklich geschrieben, sondern wird mit WhatsApp und so geregelt. Aber das ist Thema für zweiten Part. Vor allem Ämter schreiben noch gerne Briefe. Da hatte Deutschland dann die fünfstelligen Postleitzahlen. Zum Beispiel 12345 oder 01234. Auch Eritrea wird von Äthiopien unabhängig, was ist, so 2018, 2019 dort Krieg gegeben hat. Und zwar nicht wenig. Ja, und die Bahnen, die es in Ost und West gab, wurden durch die Bahnreform privatisiert, fusioniert und wurden zur Deutschen Bahn AG. Ja, Verspätungen in Coming natürlich. Aber hey, UVR. Und natürlich auch der berühmt-berüchtigte Erpresser Dagobert wurde festgenommen in dem Jahr. Weil nämlich, da hatte einiges erpresst gehabt. War einer der größten Fälle der Kriminalgeschichte in diesem Lande. Natürlich endete auch zum Glück die Apartheid. Das ist quasi ein rassistisches System, wie jedes rassistische System, weit, dass Weißen bevorzugt und Schwarzen benachteiligt werden, sogar noch krasser als in den USA. Weil nämlich in den USA, gab es ja auch Rassismus, das steht keine Frage, geben tut es den heute noch, leider. Ist aber eine ganz andere Sache. 95. Da kam ich im Februar dieses Jahres nach Günzburg. Ohne die Sache hätte es damals meine Mom nicht gemacht. Ein Danke geht auch nochmal für das Video raus. Würde es diese Videos und hätte es auch viele andere nicht gegeben und würde es auch viele andere nicht geben. So, da beim Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma sind 168 Menschen verstorben. Der Oklahoma-Bomber, der sitzt heute noch. Und die Bundespost wurde durch Privatisierung zur Deutschen Post und daraus entstand auch die Deutsche Telekom aus der Deutschen Bundespost Telekom. Schweden findet Land Österreich treten die EU bei. In Srebrenica wurden 8000 Bosnien getötet. Tja, Gott habe diese Seelen selig. So, da 96 entstand das berühmt-berüchtigte Klonschaf Dolly, quasi als Feststellung, man konnte Säugetiere klonen. Klonen wird aber ein eigenes Thema für sich sein, falls ich mal wieder Lust habe zu philosophieren. Und halt eben auch, ja, ich muss ein bisschen Gaming ansprechen, weil es sind nämlich mal 25-jähriges Pokémon, 35-jähriges von Zelda, also dementsprechend muss ich das ansprechen. Nämlich, Pokémon kam in Japan auf, nämlich 96. Das Video entsteht im Jahr 2021, kann man sich das schön ausrechnen. Irgendwann zwischen 96 und 97 sprach ich mein erstes Wort und es war, habe ich auch schon mal in dem Stream erzählt, und es war Gesundheit. So sollte es laufen. 97, da war die berühmte Rede von Roman Herzog, den er fordert, Deutschland müsse sich den berühmten Ruck geben, weil irgendwas hat da nicht gepasst. Und auch Lady Di ist verstorben bei einem Autounfall im Pariser Straßentunnel. Sie hatte einen Geliebten und die Paparazzi, wie auch heutzutage, das ändert sich ja leider nicht, sind geil auf Bilder. Sie sind wirklich absolut geil drauf. Wie so ein Stier, der untervögelt ist und eine Kuh sieht. Tut mir leid für den Vergleich, der muss da aber raus. Gott habe Lady Di selig. Und wir sahen ja, was mit Prince Harry wurde.
98. Im September kam ich erstmal zur Schule, das war also das Persönliche. Die Ära Kohl ging zu Ende und Gerhard Schröder wurde Kanzler in der rot-grünen Koalition. Ein paar Jahre später haben wir das durch die Sozialreform zu spüren bekommen, dass das doch nicht so sozial war. Jugoslawienkrieg. The Legend of Zelda Ocarina of Time kam raus, was laut Bewertungen bis 2017 das beste Zelda-Spiel aller Zeiten war. Von Story her ist es immer noch ganz geil. Randomizer davon sind sehr gern gesehen. Jetzt kommen wir wieder auf Bill Clinton zu sprechen. Ja, es gab die berühmt-berüchtigte Lewinsky-Affäre und daher, Fun Fact, ob er jetzt so stimmt oder nicht, stellt mich bloß nicht für Falschaussage irgendwo an Pranger. Heißt, wenn man einen Blowjob beim Telefonieren kriegt, a Bill Clinton. Zwischenzeitlich ist die Umsatzsteuer auch von 14% auf 15% gestiegen, das war im Jahr 93 Nachtrag, und die Umsatzsteuer stieg wieder um 1%, also von 15% auf 16%. Also in den 90ern ist die Umsatzsteuer um 2% gestiegen. Krass. Und Aufbau der ISS begann und die Telekom hat ihr Monopol eingebüßt für In- und Auslandsgespräche. Und der letzte Teilausschnitt vom ersten Teil der 90er ist natürlich das Jahr 99. Einmal schockiert mich natürlich das Columbine-Massaker, aber nicht nur mich schockiert es, sondern auch viele andere, da bei diesem Amoklauf man gesehen hat, wo es zuging. Einige Jahre später waren dann in Deutschland Erfurt und Winnenden. Gott habe alle Opfer von den Amokläufen selig. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber naja, der Kosovo-Krieg war dort auch am Toben. Wir Deutschen haben natürlich dafür zugestimmt, Jugoslawien-Einsatz, Rot-Grün unter Joschka Fischer Außenminister. Das wird den Grünen heute noch nicht verziehen. Boris Jelzin, der zwischenzeitlich an der Macht war, trat zurück und Wladimirovich Putin übernahm mit einer kleineren Pause durch Dmitri Medvedev, weil russische Verfassung und so weiter und so fort, aber da bin ich nicht mächtig, da ich habe kein Jura studiert und ist auch heute noch im Amt, zumindest zu der Zeit Videoaufnahme. Wie es sich irgendwann in Zukunft ausläuft, hey, I don't know. Offiziell wurde der Euro zwar auch schon als Buchgeld eingeführt, wir alle Länder hatten zwar noch jeweils ihre Währung, Deutschland die Mark, Österreich ein Schilling und so weiter und so fort, aber erst 3 Jahre später hatten alle den Euro. So, Dalai, ich hoffe, der erste Part hat euch soweit gefallen. Im zweiten Teil davon werde ich ansprechen: Medien, Games, Kultur im Allgemeinen, also quasi Musik, Kunst und alles, was so dazugehört. Alles, was so die 90er ausgemacht hat. Ja, auch die Mode werde ich ansprechen. Und ich hoffe, ihr schaut auch meine Let's Plays, bewertet Videos, kommentiert. Ja, da gibt es nämlich so einen komischen Algorithmus. Und ich sag bis dann. Ciao, ciao.